Hallo und herzlich willkommen heute wieder mit einem neuen Toy Review, diesmal mit Transformers Energon Signal Flare, der hier als sogenannter Omnicon präsentiert wird. Die Omnicons sind quasi spezielle Helfer der Autobots in der Serie, die sie quasi mit diesen sogenannten Energon Power Kristallen quasi versorgen und ihnen dadurch mehr Schlagkraft verleihen. Ja, diese Figur ist eigentlich ziemlich cool. Sie ist quasi unter einer Deluxe-Figuren stehend von dem, was sie bietet und würde hier in der heutigen Zeit eher als Scout-Version quasi gelten. Ja, die Figur wird ist in dieser kleinen Version geliefert, sehr schön, hat sehr viele kleine Extras und wird natürlich auch mit ziemlich viel Zubehör geliefert. Einmal hier diesem kleinen Power-Spark, durchsichtig. Dann einmal diesen Aufsatz für die Kanone, die quasi hier wie so eine Art Kettensäge auch zu sehen ist. Und dann noch einmal hier diesen netten kleinen Schild, was dann auch als Waffe benutzt wird oder auch als Aufsatz fürs Fahrzeug. Ja, und wie immer gehen wir als erstes auf die Verpackung ein. Wir sehen hier ganz groß Omnicon Signal Flare. Er wird hier in dieser kleinen Blisterpackung geliefert. Hier oben sehen wir ihn nochmal sehr schön abgebildet, hier mit diesem Aufsatz für die Waffe und hier mit dem Schild und dem Powerkristall. Finde ich ziemlich cool. Dann das große Energon-Logo, Robots in Disguise, immer noch. Hier außen ein schönes Artwork dann noch einmal. Hier unten drunter nichts Besonderes. Ja, und ansonsten hinten drauf sehen wir dann halt einmal die Waffe zusammengefügt als wie so eine Art Säge, als Kreissäge. Dann einmal Signal Flare mit dem kompletten Aufsatz versehen, mit allen Waffen angesteckt. Oben dann nochmal im Roboter-Modus, hier auch nochmal mit den Waffen, wie es quasi auf dem Artwork hier an der Seite quasi dargestellt wird. Ja, und hier oben dann natürlich noch mit dem kleinen Produktkatalog, hier mit Optimus Prime in der Lederkleis-Version und dem kleinen Crewlock. Ja, und ansonsten hier noch mit einem kleinen Zusatz kombinieren die Energon-Waffen mit anderen Transformers-Figuren, ist natürlich klar, weil sie diese kleinen Minicon-Plugs auch haben. Das sehen wir auch hier noch einmal. Die haben hier diese kleinen Plugs halt überall drin, hier ebenso noch einmal. Ja, okay, das war es soweit mit der Verpackung. Jetzt kommen wir natürlich zur Figur. Wie gesagt, die Figur ist ziemlich schick gemacht. Einmal hier die Panzerketten sind trocken gebürstet mit einer dunkleren Farbe, finde ich auch sehr schön. Schade finde ich es nur hier, dass man es hier zwar überall aufgebracht hat, aber hier oben nicht. Das gleiche hier. Hier ist es auch ein bisschen, ja, mickriger würde ich fast sagen, aufgetragen. Dann haben wir natürlich noch hier kleine Räder, die sich drehen können. Hier hinten, ja, schaut der Arm quasi des Roboters zwar raus. Von oben ist es aber quasi wie so eine Art Plattform mit dem Autobot-Symbol, finde ich ganz schick. Hier haben wir wie so ein Blaulicht oder sowas in der Art, finde ich jedenfalls ziemlich cool. Könnten aber auch Scheiben sein oder irgendwas angedeutet auf jeden Fall. Ich vermute mal schon, dass hier Scheiben sind und das andere einfach noch nicht gepaintet ist. Ja, und dann haben wir natürlich noch die Waffe. Die Waffe kann gedreht werden. Und da sind wir auch beim ersten Gimmick. Ihr seht selbst, die Waffe wird gedreht und schon dreht sich hier oben dieser Kopf komplett. Dreht sich quasi mit. Finde ich schon ganz praktisch. Und dann habt ihr natürlich noch die Möglichkeit, hier natürlich alle Zusatzoptionen mit anzubringen. Bevor ich das aber tue, möchte ich euch noch den Powerkristall zeigen. Ich weiß nicht, ob ich ihn euch richtig zeigen kann. Ich versuche mal das Licht richtig zu drehen. So, jetzt, da seht ihr das Autobot-Symbol natürlich auch drinne. Was natürlich bei denen quasi wie diese Hologramme quasi darstellt, wie es bei den anderen Generation 2 und so weiter der Fall war. Ja, ansonsten habt ihr wie gesagt hier die Power-Kristalle, die ich sehr schön auch von der Form her finde, muss ich ganz ehrlich sagen. Die könnt ihr hier oben einmal dann aufstecken. Und auch hier wird natürlich dann das Autobot-Symbol dementsprechend, wenn man genau hinsieht, man kann es jetzt nicht genau sehen, rot vergrößert dargestellt. Na gut, okay. Das funktioniert jetzt nicht so ganz. Das ist natürlich schade. Und ansonsten haben wir noch die Möglichkeit, wie gesagt, die Aufsätze draufzusetzen. Einmal um den ersten Aufsatz
Und dann noch diese zwei kleinen. Die setzt ihr dann einmal hier dran. So. Und einmal hier. Jetzt haben wir quasi diesen sogenannten Collector-Modus. Der Collector-Modus ist quasi dafür da, um die Autobots aufzuladen und die Power-Kristalle zu bilden. Sprich, in der Serie hat hier Signal Flare die stand an der Seite, hat hier das Sonnenlicht eingefangen und durch das Sonnenlicht hat er quasi dann diese Kristalle gebildet und die hat er dann quasi auf die Autobots geschossen, um ihnen quasi ja diese auf diese Plugs hier quasi zu setzen und damit mehr Power ihnen zu geben. Die sogenannte Power Links Funktion quasi wurde dadurch freigegeben. Ihr habt auch die Möglichkeit, hier die Seitenpanels natürlich auch noch anders aufzubringen. Ihr könnt sie entweder seitlich draufstecken. Das ist mir runtergefallen. So, wie gesagt, seitlich draufzustecken. Die Möglichkeit habt ihr auch noch. Dann sieht es so aus. Das ist zum Beispiel für den Transport, finde ich, sehr viel schöner gemacht. Ihr könnt natürlich aber auch die Teile alle abnehmen. So, miteinander verbinden. Und jetzt habt ihr hier die Möglichkeit, hier vorne diese Waffe quasi mit zu verbinden. Und schon habt ihr quasi für die größeren Transformers wie so eine Art ja, Kreissäge. Finde ich ziemlich cool, auf jeden Fall gemacht. Macht einiges her. Gefällt mir auf jeden Fall. Ihr könnt natürlich auch noch drehen hier außen und das so den Leuten in die Hand geben. So, kommen wir aber jetzt erstmal zu der Figur selbst. Die Figur lässt sich ziemlich simpel verwandeln. Ihr dreht einmal hier vorne diese Frontpanels herunter. Hat man das Licht besser zu drehen. So, wie gesagt, dreht ihr jetzt nach unten. Anschließend dreht die Waffe nach oben. Löst die Beine seitlich. So. Gleiche hier. Einmal. Anschließend dreht er hier das Ganze wieder herein. So. Nimmt jetzt die Beine. Jetzt muss ich gerade mal gucken, jetzt habe ich gerade einen Fehler gemacht. Ja, genau. Ja. Bevor ihr diese Ports hier reinzieht, macht ihr natürlich erstmal eins. Erst einmal dreht er hier dieses ganze Teil so herum. Hier unten sieht man schon leicht den Kopf. Dreht jetzt hier die Arme so zur Seite. So, anschließend dreht er hier die Beine nach hinten, dreht sie so nach vorne, dreht sie dann runter, dreht sie dann zur Seite. Das gleiche noch einmal hier. Nach hinten drehen, rumdrehen, runterklappen und so zusammenklappen. Anschließend dieses ganze Teil hier vorsichtig nach unten drücken. So, und versenken. Automatisch kommt der Kopf zutage. Ja, der ein bisschen verstaubt ist, gebe ich zu. So, und schon habt ihr Signal Flare quasi im Robotermodus. Signal Flare ist ziemlich cool, auf jeden Fall. Der Kopf ist, finde ich, sehr interessant gestaltet. Er ist natürlich jetzt ziemlich eckig. Das ist jetzt der Transformation geschuldet. Und er lässt sich auch nicht drehen. Was ich auch sehr schade finde, aber es hat leider auch mit der Transformation zu tun. Ja, und ansonsten muss ich sagen, ist er ein sehr schöner kleiner Scout. Ihr habt dann hier noch durch die Möglichkeit, die Beine nach oben zu winkeln und auch anzuwinkeln. Ja, er hat Kniegelenke, was man ihm nicht angesehen hat, aber er hat sie. Ja, und ansonsten könnt ihr natürlich noch die Waffen nach vorne drehen, was ich sehr schön finde mit dieser Drehfunktion. Hier ist noch ein Ellenbogen, der sich natürlich noch leicht anwinkeln lässt. Nicht wirklich ganz im 90-Grad-Winkel, eher so im 50-Grad-Winkel. Und ansonsten könnt ihr natürlich noch den Arm, der hier auf einem Balljoint ist, natürlich noch drehen. Ja, und dann könnt ihr entweder ihm die Säge in die Hand geben. Was ihr natürlich, wenn es euch gefällt, natürlich tun könnt. Oder was ihr machen könnt, ist natürlich ihm die Waffe dementsprechend in die Hand zu geben. Das heißt, einmal hier vorne die große Waffe aufzustecken. So.
Ja, heute klappt es irgendwie nicht so richtig. Ja. Und dieses Schild könnt ihr ihm dann quasi auch nochmal in die Hand geben. So. So habt ihr quasi jetzt das Schutzschild in der Hand und habt gleichzeitig noch die Möglichkeit, die Waffe auszurichten. Und natürlich diesen Energon-Kristall vorne aufzustecken. Ich finde eine sehr schöne Figur, auch wenn die von der Beweglichkeit ein wenig eingeschränkt ist, können trotzdem einige schöne Posen natürlich gemacht werden, die natürlich gewöhnungsbedürftig sind, gebe ich offen zu. Aber ja, ihr habt natürlich die Möglichkeiten. Ich finde, die Figur ist für eine Scout-Class eigentlich ziemlich cool, vor allem durch die ganzen durchsichtigen, kristallartigen Energon-Waffen, die natürlich mit dabei sind, die sich auch übrigens in der Serie aus Energon quasi materialisieren. Und ja, die Figur selbst hat im Fahrzeugmodus jetzt nicht viel zu bieten, trotzdem sehr schön gemacht. Gebe ich der Figur hier ganze 8 von 10 Punkten. Leider halt durch die starke Einschränkung und die etwas schlechte Bemalung, leider nur 8 Punkte. Im Robotermodus muss ich zugeben, gefällt mir hier dieser Riesenarm nicht. Hier wäre es schön gewesen, wenn man hier einen normalen Arm gehabt hätte, wo man dann quasi das hier vielleicht aufstecken könnte oder so. Das wäre ziemlich cool gewesen, dadurch auch hier leider nur 8 von 10 Punkten. Macht alles in allem 8 von 10 Punkten. Und was soll ich zu dieser Figur groß noch sagen? Wir gehen nochmal ganz kurz auf die Details ein. Die Figur hat dunkelblaue, fast lilane Markierung quasi drauf, mit unten roten Markierungen, um goldenen Plaketten für die Knieschützer quasi. Ansonsten ist die Figur hier vorne, wenn man den Kristall abnimmt, mit Silber und mit Gold versehen. Hier oben, finde ich, fehlt einiges an Bemalung leider. Und ja, das Gesicht ist Silber mit einem roten Visor. Die Waffe selbst ist in Tarnmuster gemalt, an sich in so einem ockerfarbenen, fast grün, grau, ja, so ein ganz ekliges Grün halt. Wie totes Gras, könnte man fast sagen. In so einem Grün gehalten und hier mit so mehreren Verzierungen dran. Ja, die Waffe hier vorne ist in so einem braunen Silber gehalten. Und diese, ja, durchsichtigen Energon-Waffen sind in rot durchsichtig gehalten. Ja, das schöne Autobot-Symbol, was man hier noch sieht, auch ganz schick. Hätte ich mir allerdings lieber nochmal irgendwo anders noch gewünscht. Aber gut, dabei soll es nun mal jetzt bleiben. Das war's für heute mit meinem Toy-Review von Signal Flare, der Transformers Energon Line. Ich hoffe, das Review hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich abonnieren würdet oder auch weiterempfehlen würdet. Und deswegen verbleibe ich bis zum nächsten Mal. Bis dahin, euer Rexfor.